Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Es handelt sich um ARA History Untold, ein Spiel, auf das ich lange Zeit schon gewartet habe. Ziemlich großer Vorfreude. Und in diesem Spiel geht es darum, wie in den meisten PX-Spielen, seine Zivilisation von der Steinzeit bis in die Moderne zu führen. Doch ARA geht dabei einen Tick weiter und lässt euch sehr, sehr, sehr detailliert jeden kleinen Aspekt der Wirtschaft lenken und steuern. Soweit, dass es sehr, sehr Micromanaging-lastig wird. Und in diesem Let's Play möchte ich euch ein paar Tricks zeigen, wie ihr mit dem Micromanagement besser klarkommen könnt. Also wie ihr Quality of Life Features entdeckt und nutzt, die ich in meinem ersten Angespielt-Test, den ich gemacht habe. Hier können wir mal sehen, ich habe jetzt ein Spiel mit 132 Zügen gespielt. Und das Spiel hat 1250 Züge, dementsprechend also noch weit am Anfang des Spiels. Aber ich wünschte mir, dass ich, ja, ich habe knapp 5 Stunden gespielt bisher, am Anfang der 5 Stunden das gewusst hätte, was ich euch alles in diesem Let's Play zeigen möchte. Deswegen hoffe ich, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie ich und wir springen jetzt direkt zur Leader-Auswahl. Ja, und hier sehen wir all die Anführer und Nationen, die es gibt in dem Spiel. Es sind einige, ich glaube es sind 30, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja pausieren und nachzählen. Wenn ihr einen Tipp haben wollt, Benito Juarez, der Anführer von Mexiko, mit seinem Bonus, dass Stämme niemals feindselig sind, ist relativ egal, aber dass Städte einen zusätzlichen Experten bekommen, wenn sie gegründet werden, ist unglaublich stark. Ich würde sogar sagen OP, gerade im Early Game. Wir allerdings werden einfach einen zufälligen Anführer wählen. Da ich mir jetzt nicht die Entscheidung machen möchte, irgendeinen hiervon auszusuchen, falls ihr irgendwie in Zukunft ein Let's Play sehen wollt mit einem bestimmten Anführer, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir werden einen zufälligen Anführer wählen und dann werden wir hier die Schwierigkeit auf Prinz oder Herzog stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, wir werden auf Prinz spielen, einfach damit ich ein bisschen entspannter spielen kann. Wenn ihr anfangt, empfiehlt das Spiel, wie kommt ihr zu wählen, also die normalen Schwierigkeitsgrad. Ich habe am Anfang auf Prinz gespielt, fand es jetzt nicht unglaublich schwer, wenn man weiß, was man tut. Wenn man PX-Game schon mal gespielt hat, ist es, glaube ich, leicht machbar. Und hier kann man ganz viel einstellen. Man könnte jetzt hier Karten auswählen und das möchte ich auch. Ich glaube, ich möchte Globulus spielen, eine ausgewogene Karte mit zwei großen Kontinenten und nahegelegenen Inseln. Das hört sich für mich gut an. Ich mag Weltkarten, die ähnlich der echten Welt sind und da gehören für mich Kontinente dazu mit mehr Massen, die dazwischen liegen. Das heißt, wir nehmen Globulus, gehen dann hier auf Nation, schrauben die einfach mal hoch auf 18, weil ich gerne mit sehr vielen Nationen spiele. Und dann könnte ich hier in den erweiterten Einstellungen noch was einstellen. Wir haben das Zuglimit auf 1250 gestellt. Das können wir da lassen. Das bedeutet nur, wenn das Spiel offiziell zu Ende ist. Man kann das Spiel auch vorher gewinnen, indem man alle anderen auslöscht etc. Und das lassen wir deaktiviert, die Technologiekarte. Menschliche Spieler Culling, das heißt, dass menschliche Spieler ausgeschaltet werden, wenn sie im nächsten Zeitalter schritt, es gibt drei Zeitalter, unter den letzten zwei oder vier Nationen sind, dann schaltet man aus. Das lassen wir natürlich an. Wenn ich verkacke, verkacke ich und das Let's Play ist vorbei. Und alles andere lassen wir hier auf Mittel und starten so einfach das Spiel und laden mal rein. Ah, Benito Juarez, zufällig bekommen. Unglaublich stark, wie ich schon meinte. Da hatten wir jetzt ja mal wirklich, wirklich Glück. Wie gesagt, dieser zusätzliche Experte, da werdet ihr sehen, warum ich meinte, das ist unglaublich OP. Und jetzt bin ich schon fast traurig, dass ich nicht auf Herzog gestartet habe, was die Schwierigkeit angeht. Weil ich glaube, dass wir mit ihm ein ziemlich starkes Early Game hinkriegen werden. Ihr werdet sehen, dass ich am Anfang wahrscheinlich ziemlich weit unten in der Triumphliste stehe. Dann aber ziemlich, ja, ich würde sagen, nach der zweiten Ära. Es gibt 4 Ähren pro Zeitalter. Und es gibt 3 Zeitalter. Oder Akte heißen sie in diesem Spiel. Verfechter von jetzt lassen sie kurz reden. Benito Juarez, Bewahrer Mexikos. Unsere Zeit ist jetzt. Möge unsere Führung hingebungsvoll, unerschütterlich in ihrer Entschlossenheit und standhaft in ihrer Vision für eine ehrliche Gesellschaft sein, die unser Volk in Zeiten des Wandels und der Herausforderungen schützt. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Und wir starten jetzt einfach. Hier sehen wir schon genau unser Spiel. Wenn ich jetzt auf Beginn drücke, sind wir genau da, wo wir gerade angefangen sind. Und für alle, die gar nicht wissen, was ist ARA eigentlich? Wie ich schon sagte, es ist ähnlich wie Civilization oder wie Millennia auch. Es ist eine bunte Mischung. Es hat auch ein paar Pfeile von Anno, würde ich sagen, weil man Warenketten aufbauen muss. Und das Ganze sieht erstmal relativ übersichtlich aus, würde ich sagen. Es gibt natürlich wieder viele Sachen, die man sich hier angucken kann. Da werden wir im Laufe des Spiels drüber reden. Ich möchte jetzt mich nicht durch jedes einzelne durchgehen und euch erklären, was man da zu tun hat. Da werde ich hingehen, wenn es soweit ist. Was für uns jetzt erstmal wichtig ist, ist zu erkennen, man kann rauszoomen, dann sieht man hier ganz normal wie in jedem 4X-Spiel auch, die verschiedenen Teils. Aber was euch schon aufgefallen ist, sind keine sechseckigen Felder, wie in den meisten Spielen. Es sind, ja, ich würde sagen, generierte Landfelder, die sich mit der Natur verbinden und ab und zu sind dann Flüsse eine Grenze, wie hier zum Beispiel sehen wir einen Fluss bildet eine Grenze, was mir sehr gut gefällt in dem Spiel. Insgesamt kann man auch sehr, sehr tief reinzoomen und einfach seine Bevölkerung beobachten bei dem, was sie so tun. Hier sehen wir die Speereinheit, hier sehen wir ja unser Hauptplatz, das einzige Gebäude, was wir momentan haben. Ich wollte gar nicht draufklicken. Und zum Anfang müssen wir jetzt unseren Speer auswählen und möchten die Umgebung erkunden. Und ich sehe hier gleich ein Goodie Hard Ressourcenlager.
Da können wir jetzt mit Rechtsklick raufwählen. Dann sehen wir, unser Trupp bewegt sich in diese Richtung, aber bewegt sich noch gar nicht vollständig. Denn in diesem Spiel ist es anders als in anderen Spielen. Die Aktionen werden erst durchgeführt, wenn man die Runde beendet. Und ich sehe gerade, der Platz meiner Kamera ist hier wirklich nicht gut gewählt. Das ändere ich mal ganz kurz. Und schon bin ich auf der anderen Seite des Screens. Und auf dieser Seite ist nachher nicht ganz so viel Wichtiges. Hier sehen wir halt das Militär und so, aber da kommen wir ja später zu. Aber hier auf dieser Seite ploppen Sachen auf, die wichtig sind, die ihr auch mitkriegen solltet. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dass es hier diese Befehlsleiste oder Liste gibt. Und da werden alle Befehle, die wir aneinander rein in diesem Zug, ja, aufgelistet und sie werden erst ausgeführt, wenn wir die Runde beenden. Das heißt, wir können jetzt hier einfach sagen, nee, das will ich doch nicht. Dann kommt er zurück und dann habe ich auch wieder das Problem, dass er untätig ist. Also kann ich ihn dann wieder woanders hinschicken. Ich könnte jetzt sagen, geh doch dahin oder ah nee, ich habe mich vertan, ich wollte doch, dass du da hinten hinläufst. Aber wir wollen hier das Goodie-Hut wählen, da bin ich sehr entschlossen, das machen wir also. Und dann gucken wir uns mal die Umgebung an. Wir haben hier Kupfer, das ist nicht schlecht. Dann haben wir hier Mais. Mais ist unglaublich wichtig. Alles, was Getreide herstellen kann, und das ist in diesem Fall Mais, Weizen, Mais und Gerste, ist unglaublich wichtig. Warum, das werdet ihr später sehen. Und zwar gar nicht so viel später. Aber glaubt mir, Mais wollt ihr so früh wie möglich haben. Und das heißt, ich bin ziemlich glücklich mit dem Spawn, den wir hatten. Und Tabak haben wir auch. Das ist ein wirklich starker Spawn am Meer. Hier haben wir genug grünes Land für Nahrung. Hier hinten ein bisschen Wald für Holz. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und bevor ich jetzt diese erste Runde in die Länge ziehe, drücke ich mal die Benachrichtigung weg und sage jetzt, die Stadt ist untätig. Stimmt. Wir haben noch gar nichts gemacht. Und da müssen wir jetzt überlegen, was möchten wir tun. Das ist alles erstmal sehr erschlagen. Die linke Seite gucken wir uns gleich einmal an. Die rechte Seite ist das, was uns jetzt interessiert. Wir haben in Mexiko-Stadt, das ist dieses Hauptgebiet, insgesamt 5 kleinere Gebiete. Und in diesen 5 Gebieten kann man jeweils eine Verbesserung bauen. Und wie man sieht, wir haben schon die eine Verbesserung, das ist die große Feuerstelle. Damit fängt jede Stadt an oder jede Nation an. Und jedes Gebäude kann halt besondere Sachen. Ein Hof zum Beispiel stellt Nahrung her, wird später aufgewertet zum bewässerten Bauernhof und dann irgendwann zum Industriebetriebhof. Und es bringt 3 Stadtwachstum, 5 zusätzliche Regionen Ernteproduktion für jede Hofverbesserung in der Region. Und 100% der Nahrungserträge in der Region werden auf die Ernteproduktion angerechnet. Das bedeutet, die sind vor allen Dingen gut auf Feldern, die eh schon Nahrung haben. Und man sollte am besten auch möglichst viele Höfe, oder man sollte sowieso grundsätzlich am besten versuchen, seine Distrikte zu spezialisieren, da später im Spiel Gebäude kommen, die, wenn sie im selben Distrikt sind, meinetwegen ein Brunnen, der mit 3 Farmen in einem Gebiet gebaut ist, der Brunnen macht dann alle Farmen besser. Und das heißt, man sollte vorher schon drüber nachdenken, wo will ich meine Farm haben, wo brauche ich den Brunnen hin, etc. Das kann man natürlich beim ersten Spiel nicht ganz alles wissen, aber das lernt man im Laufe des Spiels und das ist ja auch das Coole an 4X Games, dass man jedes Mal denkt, ah, beim nächsten Mal mache ich es ein bisschen besser. So, und jetzt müssen wir hier anfangen. Der Hof wäre nicht schlecht. Das Einzige, was mir immer wichtig ist in 4X Games, alle, die mein Millennia Let's Play gesehen haben, wissen das, ist Wachstum, Wachstum, Wachstum und Produktion. Die sehen wir hier beide. Wachstum kommt aus, wird hier angezeigt. Es ist gerade schwierig für mich, euch einen Wert zu zeigen, glaube ich, um euch zu sagen, wie das Wachstum sich zusammensetzt. Aber hier sieht man schon, was wir in Stadtrang 2 erhalten, nämlich einen weiteren Anspruch. Anspruch bedeutet, dass man ein neues Territorium beanspruchen kann, etc. Das kommt dann alles, wenn es soweit ist. Hier hätten wir Annehmlichkeiten, die sind auch unglaublich wichtig. Und da kommt nachher auch das Getreide im Spiel, wovon ich gesprochen habe. Aber wir möchten jetzt hier einfach ein Gebäude oder eine Einheit bauen. Und ich würde gerne mit einem... Der sichere Weg wäre, eine Werkstatt zu bauen tatsächlich. Aber der aggressivere Weg ist, einen Speer zu bauen. Das mache ich jetzt auch. Warum? Weil ich denke, dass ich das, was ich in der Werkstatt herstellen möchte, nämlich die einfachen Steinwerkzeuge, vielleicht auch in einem Goodie-Hut finde. Und wenn ich 2 Speer habe, habe ich die Chance, mehr Goodie-Huts zu finden. Und so kann ich die Werkstatt etwas rauszögern. Jetzt sehen wir hier 2 Befehle in der Liste auch. Denn jetzt haben wir ja auch Ausbildung Speer. Das ist das, was die Stadt macht. Und das ist noch nicht bereit. Wenn ich jetzt das wegdrücke, dann macht die Stadt wieder gar nichts. Dann muss ich jetzt hier wieder hingehen und sagen, yo, ich möchte einen Speer bauen. Jetzt haben wir wieder beide Befehle hier drin. Und erst wenn ich hier die Runde beende, dann werden sie auch ausgeführt. Jetzt sehen wir, der Zug ist beendet, wir sind zum Goodie-Hut gelaufen. Nächste Runde können wir den Goodie-Hut einsammeln. Und was ich hier vergessen habe tatsächlich gerade noch in der allerersten Zug, das dürft ihr oder solltet ihr nicht vergessen, ist hier in die große Feuerstelle gehen. Jedes Gebäude hat sein eigenes Gebäude-Overlay. Das ist hier in dem Fall große Feuerstelle 1. Und hier oben könnten wir Vorräte reinpacken. Das ist sehr, sehr unübersichtlich, die UI. Ich hoffe, da kommt in der näheren Zukunft ein Patch, das es schöner macht. Aber auch da kann ich euch kurz zeigen, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt und euch nervt, dass man immer erst auf das Gebäude klicken muss und dann in jedem Gebäude einzeln hier die Vorräte reinpackt. Das müsst ihr gar nicht tun. Ihr könnt hier den Reiter Verbesserung wählen. Und dann seht ihr alle eure Gebäude. Wir haben es jetzt nur 1. Und könnt dann hier einfach rüberklicken und sehen, ob ihr irgendwas habt. Ich habe jetzt nichts. Oh, doch, ich habe was. Ich bin Mexiko. Ich kann einen Experten zuweisen. Das sehen wir hier auch. Ich habe einen Experten. Experten erscheinen eigentlich auf Wachstumsstufe 5, kriegt man, glaube ich, den ersten. Hier sieht man auch, wenn wir jetzt auf Rang 2 gehen, haben wir immer noch einen Experte und der bleibt bei 1, weil wir in Mexiko sind. Alle anderen Nationen haben hier 0 und es bleibt bei 0, eben bis zur 5. Stadtstufe. Wir kriegen jetzt hier einen Experten, den wir nutzen können. Den tun wir jetzt hier rein und aus 38 Runden werden 17 Runden. Warum? Weil der Experte 150% handwerkliche Produktion für diesen Betrieb herstellt.
Und dieser Betrieb stellt uns Festmähler her. Festmähler sind etwas, was wir als Annehmlichkeit reinstecken können in unsere Stadt. Ab Stufe 2 dürfen wir Annehmlichkeiten benutzen. Eigentlich dürfen wir ab Stufe 1. Ich hatte nur keine Annehmlichkeit. Genau, ich habe noch keine gefunden. Aber wir könnten jetzt momentan Schmuck oder Festmahl herstellen. Schmuck ist ganz interessant, stellt Wohlstand, Zufriedenheit her. Das ist das, was wir hier unten alles sehen. Da rede ich gleich drüber. Festmahl allerdings stellt 25 Stadtwachstum, 5 Nahrung für die Stadt und 10 Stadtzufriedenheit her. Und da ich auf Wachstum aus bin und Nahrung momentan auch nicht so wirklich da ist, ist das Festmahl das erste, was ich herstellen möchte. Deswegen werde ich jetzt auch alles tun, damit es schneller geht. Und dafür kann ich hier die Produktion beschleunigen. In dem Fall werde ich jetzt einfach Nahrung da reinstecken. Das wird aus meinem Insgesamtvorrat genommen, nicht aus dem Stadtvorrat. Das ist auch noch was anderes. Städte haben ihre eigene Nahrung. Und wenn eine Stadt weniger als 0 Nahrung macht oder weniger als 1 Nahrung macht, dann kann sie nicht mehr wachsen. Auch wenn man hier oben ein Surplus hat, also ein Überschuss. Und wenn ich aber wenn ich hier in der Gesamtwelt sozusagen meinen Überschuss ins Minus setze, dann sinkt einfach nur unser Stockpile, unser Vorrat. Deswegen setze ich hier Nahrung ein. Ihr seht, momentan bräuchte ich 17 Runden, da wir ja 29 Produktion in das Festmahl stecken. Hier können wir plus 50 Produktionen pro Runde reintun, indem ich hier Nahrung oder Geld reinstecke. Ich stecke da jetzt die 2 Nahrung rein und dann stecke ich auch noch 2 Vermögen da rein. Dann sehen wir hier oben, anstatt 16 mache ich nur 14 Geld. Ich hoffe, das ist groß genug, um das alles bei YouTube zu sehen, sonst muss ich mal mit der UI-Skalierung arbeiten. Und jetzt haben wir schon noch alle 5 Runden ein Festmahl und nochmal 5 Geld mehr bezahlen, wir das Ganze auf 4 Runden reduzieren. Das ist mir am Anfang auch wert. Jede Runde zählt tatsächlich und deswegen ärgert mich auch, dass ich eben die erste Runde verschlafen habe. Aber jetzt habe ich alles soweit vorbereitet und jetzt kann ich einfach sagen, okay, doch nicht nächste Runde. Denn im zweiten Zug ist es hier soweit, dass man seine Wissenschaft auswählt. Was ich unbedingt haben möchte, ist der Kornspeicher, aber wir werden den Kornspeicher erst nutzen können, sobald wir unseren ersten Hof auf diesem Mais gebaut haben. Weil der Kornspeicher kann nur gebaut werden, wenn man in seiner Region Getreide hat. Also das, was Mais, Weizen und was letzte Mais, Weizen und Gerste bereitstellt. Das heißt, der Kornspeicher ist nicht unbedingt das, was jetzt am wichtigsten ist. Und ansonsten, Tierzucht bräuchten wir, glaube ich, auch noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, was gerade wirklich besser wäre als der Kornspeicher. Also können wir den Kornspeicher einfach doch erforschen. Und dann können wir die Runde beenden. Und guck mal, was wir gefunden haben. Wir haben, guck lieber hier unten, 15 Nahrung, 2 Sirup und ein Speiseöl bekommen. Leider nicht ganz das, was ich haben wollte. Aber ich glaube, Sirup und Speiseöl können wir hier nutzen, um Geld zu sparen. Das ist richtig. Wir können jetzt 2 Runden lang Sirup hier reinpacken. Und der Sirup wird tatsächlich jetzt pro Runde verbraucht. Da wir 2 Sirup haben, können wir das nur 2 Runden durchziehen. Dann wird das ausgegraut und der Bonus von 25 fällt einfach weg, weil wir nicht genug Sirup haben, um das aufrechtzuerhalten. Aber wir haben es jetzt, also verbrauchen wir es auch. Und hier lasse ich das Vermögen drin. Und in 3 Runden ist unser erstes Festmahl dann fertig. Und ansonsten hatten wir hier, glaube ich, noch einen weiteren Goodie-Hut. Da laufen wir jetzt direkt hin. Hier sehen wir feindliche Tiere. Die tun uns an sich nichts. Wir müssen sie allerdings bekämpfen, wenn wir in dieser Region siedeln wollen, um dieses Subgebiet freizuschalten. Subgebiet ist für mich hier so ein kleines Gebiet im großen Gebiet. Und in diesem Fall müssen wir hier 2 Gebiete von Leoparden und von Löwen befreien, bevor wir dann hier auch den Mais nutzen können. So Leute, darum muss ich mich wahrscheinlich gleich mit meinem zweiten Speer erstmal kümmern, hier versuchen, den Leopard zu töten. Weil das Mais ist wirklich wichtig. Da habe ich nicht übertrieben. Ihr wollt Mais so schnell wie möglich haben. Und ich werde jetzt viele Runden einfach durchklicken, denke ich, auf der Suche nach Ressourcen etc. und euch dazu holen, wenn es denn was Spannendes gibt. Also nicht wundern, wenn hier unten jetzt gleich irgendwie Runde 10 oder so plötzlich steht. Am Anfang des Spiels ist es sehr, sehr langatmig. Ich erkläre euch wirklich alles, was ich mache. Ihr verpasst also nichts und ich will einfach nur nicht, dass ihr euch da langweilt, wenn ich jetzt hier 5 Runden in Folge einfach zu beenden drücke. Wobei 5 Runden wären es wahrscheinlich gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, und 2 Runden später ist es jetzt schon soweit. Wir haben unser Festmahl gefertigt. Das bedeutet für mich, dass Mexiko-Stadt jetzt das kriegt, was sie wirklich voranbringt. Wir haben jetzt hier 7 Runden, bis sie bei Stufe 2 sind. Ich werde jetzt das Festmahl einsetzen, was ein Festmahl pro 10 Runden verbraucht. Das bedeutet das hier. Das bedeutet, wir benötigen 0,1 Festmahl pro Runde. Jetzt seht ihr, da waren es vorhin nicht auch 7 Runden. Egal, nee, ich glaube, ich habe die Zahl wieder vergessen. Es sollte auf jeden Fall besser geworden sein. Und auch hier die Nahrung ist nach oben gegangen. Hier die Zufriedenheit ist nach oben gegangen. Zufriedenheit, jetzt kommen wir zur Lebensqualität. Zufriedenheit ist wichtig und wird vor allen Dingen durch Annehmlichkeiten, alles wird hier durch Annehmlichkeiten und Gebäude gesteuert. Annehmlichkeiten sind der einfache Weg, das schnell zu beeinflussen. Gebäude sind das, was es passiv und langfristig beeinflussen kann. Und jetzt haben wir das Festmahl eingesetzt. Das Festmahl bringt uns Stadtzufriedenheit plus 10, das seht ihr hier. Das heißt, wir sind jetzt von 60 auf 70 gegangen. Wenn wir unten reingucken, in dem Bereich von 70 bis 80, bringt eine Stadt uns einen 25% Produktionsbonus. Das heißt, wir machen jetzt 12 Produktionen und davon sind 2,5 allein durch die Zufriedenheit, die in deiner Lebensqualität erreicht ist,
bekommen. Also wir haben knapp 20-25% mehr Produktion, einfach so dadurch, dass wir jetzt das Festmahl eingesetzt haben. Was natürlich ziemlich stark ist. Die Stadt an sich sieht sehr gut aus, wird jetzt schnell wachsen. Und ich habe immer noch keinerlei Werkzeug etc. gefunden, sonst reden wir da später nochmal drüber, wenn es soweit ist. Aber das wollte ich euch kurz gesagt haben und demnächst haben wir dann auch den zweiten Speer fertig. Und hier laufen wir jetzt einfach mal an der Küste entlang, weil ich sehen möchte, wo es da so hingeht. Der Fertiger ist untätig. Ich dachte, ich hätte eingestellt, dass das unendlich lange herstellen soll. Auf jeden Fall sollte er es unendlich lange herstellen. Jetzt seht ihr hier auch, es ist ausgegraut. Wir haben keinen Sirup mehr. Das heißt, ich tue den Sirup wieder weg und stecke da wieder Vermögen rein. Wobei, bin ich ehrlich, wir brauchen da kein Vermögen reinstecken. Denn ein Festmahl alle 7 Runden reicht ja. Da wir wissen, wir verbrauchen nur ein Festmahl alle 10 Runden. Das heißt, wir haben einen Surplus von 0,3 Festmahl pro 10 Runden. Und ja, so Kommazahlen, die sind da halt, die werden nachher immer komplizierter. Und ich werde da auf jeden Fall noch mit euch drüber reden, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, ich will euch am Anfang des Spiels einfach nur mitnehmen, damit ihr das Spiel anfangen könnt zu spielen. Damit ihr wisst, was ihr tut, damit ihr wisst, wie man loslegt. Und den Rest finden wir dann gemeinsam im Laufe der Zeit raus. Jetzt haben wir direkt auch den Stamm aus Mazatlan. Ich werde so viele Namen falsch aussprechen, aber den Stamm aus Mazatlan gefunden. Er ist neutral, er ist sogar relativ positiv zu uns gesinnt. Und Stämme können, wenn sie loyal werden, das ist das Blaue, oder Türkise, können sie mit ihrer gesamten Bevölkerung sich unserer Stadt anschließen, was natürlich unglaublich hilfreich ist, um die Stadt wachsen zu lassen. Das heißt, es ist schon praktisch, die Stämme wohlgeheißen zu haben und während sie existieren, die Stämme, geben sie einem immer wieder Events, die gut, die schlecht, die neutral sein können. Auf jeden Fall relativ interessant. Ich finde es besser als Barbarenlager etc. in anderen Spielen. Man kann hier was mit den Stämmen machen, nicht wirklich viel, aber immerhin erscheinen Events. Und wenn es soweit ist, werdet ihr es auch sehen. Dann könnt ihr euch eure eigene Meinung machen. Jetzt ist hier der Speer fertig und wir müssen uns überlegen, was wir machen möchten. Ich möchte eigentlich gerne so schnell wie möglich einen zweiten Siedler bauen, denn hier in den meisten PX-Games, es gibt hier unten ein Stadtlimit, das sieht man hier ganz unten. Wir dürfen 3 Städte momentan haben. Das ist durch Regierungsform etc. und Technologien beeinflussbar und auch durch Wunder. Wir dürfen 3 haben, haben eine. Das heißt, wir sollten möglichst schnell noch 2 weitere Städte bauen. Das macht man mit Siedlern. Aber wie ihr seht, wir haben noch nicht genug Nahrung, auch weil ich so viel Nahrung in unsere Festmähler stecke. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, in dieser Stadt etwas zu tun, was der Stadt tatsächlich hilft. Ich denke, ich werde jetzt einfach eine Werkstatt bauen, auch wenn ich das ungern in meinem Hauptgebiet mache. Ah, ja, ich werde eine Werkstatt im Hauptgebiet bauen. Warum ich da ein bisschen zögere, werde ich euch später erzählen, aber die eine Werkstatt können wir gut gebrauchen, die ist in 6 Runden fertig. Wir haben einen Spezialisten verfügbar, das verstehe ich nicht. Ich dachte, der Spezialist ist hier eingesetzt. Ja, er ist eingesetzt. Ja, Experte, never mind. Aber wir haben eine Speereinheit und da wir mit der einen Einheit Richtung Norden laufen, werde ich jetzt mit der anderen Einheit hier Richtung Südosten laufen. Ich denke einfach hier hin. Dann gucken wir mal, was wir da so finden. Hier haben wir noch ein neues Goodie hat gefunden. Und ja, die Runden sind unglaublich schnell. Auch im späteren Teil des Spiels, wenn man nachher, also ich spiele jetzt ja auch mit 18 Nationen und auf einer ziemlich großen Map. Die Runden werden einfach, sind echt schnell beendet und man muss da selten auf irgendwas warten. Das gefällt mir sehr gut an dem Spiel. Wir können auch einfach durch das Stammesgebiet durchlaufen, das macht nichts. Um jetzt hier die Salische See weiter aufzudecken. Ich glaube, das wird hier nur so eine kleine Langzunge sein. Ich will trotzdem sicher gehen, nicht, dass da noch irgendwas ist, was wir verpassen. Und es sieht immer mehr so aus, als würde hier gleich Küste kommen. Aber wir haben ein neues Goodie Hut gefunden. Und hier wird geplündert, das Goodie Hut. Das heißt, nächste Runde können wir sehen, was wir bekommen. Hoffentlich Werkzeuge. Das würde mich sehr freuen. Und wir können jetzt ein neues Territorium beanspruchen. So, das hätte ich eben gerne schon gehabt, bevor wir die Werkstatt gebaut haben. Weil ich hätte gerne vermutlich in diesem Bereich hier eine Industriezone aufgebaut. Aber egal, jetzt ist es so, wie es ist. Ich denke, wir werden ein paar Wheeler holen, einfach damit wir das Getreide kriegen. Weil es, wie gesagt, unglaublich stark ist. Das heißt, ich müsste jetzt gleich mein Spiel nochmal zurückschicken und die Leoparden bekämpfen. Das hatte ich vergessen. Das muss ich unbedingt tun. Also ja, wir holen das Gebiet. Nächste Runde. Das ist jetzt wieder ein Befehl. Region beanspruchen Coahuila. Nennen wir es Coa. Ich beanspruche Coa. Und ich könnte es jetzt hier auch wieder rückgängig machen, etc., wie schon erzählt. Erst wenn ich hier rauf drücke, ist es tatsächlich eingeloggt. Und da haben wir jetzt den Kornspeicher freigeschaltet. Und das Getreidelager ist das, was ich herstellen möchte. Das wird hergestellt im Kornspeicher. Und was das Getreidelager kann, ist, es bringt plus 30 Nahrung und plus 30 Stadtwachstum. Es ist sozusagen wie das Festmahl in Overpowered. Und dafür verlieren wir die plus 10 Stadtzufriedenheit, kriegen aber 25 Nahrung extra, was so viel ist wie 4 Farm ungefähr, ja. Und wir kriegen nochmal 5 Stadtwachstum mehr. Das wird also die Stadt richtig nach oben powern, was Wachstum angeht. Und was ich jetzt auch nochmal zeigen kann, ist genau das, was ich meinte. Wir sehen jetzt hier diese gelockten Felder. Da können wir nicht drauf bauen, solange da der Löwe oder der Leopard noch drauf sind. Dementsprechend sollten wir uns jetzt mit dem Speer darum kümmern. Und ich laufe da direkt hin und werde den Leoparden bekämpfen. Dafür klickt man auf das Tier selbst. Wenn man in die Region klickt, dann läuft man nur in die Region. Wenn man das Tier bekämpfen möchte, muss man auf das Tier klicken. So, wir sind jetzt ziemlich nah am Meer. Und ich muss sagen, Stonehenge ist ein verdammt starkes Wunder, was man bauen kann. Ihr seht, um Stonehenge zu bauen, braucht man aber auch Steinwerkzeuge und Seile. Die werden wir in der Werkstatt herstellen können oder eben finden in Goodie Huts. Ich würde gerne Stonehenge bauen.
Kräuterkunde ist auch stark, weil man hier ein Gebäude kriegt, was 5 statt Gesundheit und 10 statt Wissen bringt. Dauerhaft, einfach passiv. Auch ein sehr starkes Gebäude. Die Töpferei ist mir gerade nicht so wichtig. Die Tierzucht sehe ich auch noch nicht als so notwendig, aber ich nicht mal ein Tier gefunden habe, was wir züchtigen können. Hier hinten sind Schafe und hier sind Zebras. Nee, Zebras jagt man, aber Schafe könnte man züchtigen. Ich denke, wir gehen einfach in Richtung... Gärung ist auch nicht schlecht. Warum ist Gärung nicht schlecht? Weil Wein in unserem großen Feuerstelle eingesetzt werden kann. Mal kurz gucken, wo. Hier kann hier eingesetzt werden, um 10 Stadtzufriedenheit herzustellen, aber minus 1 Stadtwissen zu bekommen. Also relativ stark, einfach um noch mehr Zufriedenheit zu kriegen. Und wie ihr wisst, Zufriedenheit steigert ja auch die Produktion. Das bedeutet, Wein ist eine gute Überlegung wert. Und das werden wir wohl erforschen. Ich werde mich jetzt für die Gärung entscheiden und danach für die Seilerei. Ja, das ist die Reihenfolge, die ich machen möchte. Und wenn wir gerade bei Wissenschaft sind, wir gehen jetzt einmal auf die Technologiebibliothek. Ich möchte nicht, dass ihr euch da überfordert fühlt, aber sie ist verdammt groß. Hier sind wir in der Frühgeschichte, gehen dann weiter in die Bronzezeit, in die Eisenzeit, dann in die Antike. Und wenn wir diese 4 Äras oder Ären durchgespielt haben, dann beenden wir Akt 1. Und es geht weiter in Akt 2. Man kann hier überall nach unten scrollen. Es sind sehr viele Technologien vorhanden. Also man kann nicht sagen, dass man zu wenig zu tun hätte. Und meiner Meinung nach ist das Pacing momentan ein bisschen zu schnell. Also man erforscht schneller, als man mit Gebäudebauen hinterherkommt. Was mir nicht ganz so gut gefällt, weil ab und zu hast du Einheiten, die direkt wieder obsolet sind, bevor du sie überhaupt geschafft hast zu bauen. Aber ansonsten gefällt mir das Spiel echt gut. Und ich würde sagen, wir müssen einfach mal weitermachen. Und im Lager haben wir 10 Holz und einen Pelz gefunden. Leider immer noch nicht das, was ich mir wünsche. Und ich hoffe, hier oben kriegen wir jetzt endlich mal Werkzeug, damit ihr seht, warum ich unbedingt Werkzeug haben möchte. So, in dieser Runde haben wir wieder einiges, was wir tun können. Wir haben ein weiteres Festmahl gefertigt, was gut ist, denn unser jetziges Festmahl läuft immer noch 4 Runden. Das heißt, wir haben 6 Runden gebraucht, um ein neues zu bauen. Das heißt, immer eins auf Vorrat ist gut. Wir sollten, wenn wir eine zweite Stadt haben, immer mindestens alle 5 Runden eins machen, damit wir sie weiter einsetzen können. Und jetzt hat Mexiko Stadt auch sein Gebäude fertig gebaut, die Verbesserung Werkstatt. Da klicken wir jetzt einfach drauf und gucken uns nicht nur das schöne Gebäude einmal an, sondern sehen jetzt hier auch das Werkstatt-Overlay. Und hier haben wir wieder diese Vorräte, da können wir auch wieder Werkzeuge einführen. Das sollten wir auch machen, sobald es geht. Denn das bringt 25% handwerkliche Produktion für dieses Gebäude. Und hier können wir später noch ein Seil einfügen. Beides Dinge, die wir in der Werkstatt selber herstellen können. Und ich denke, ich fange an, mir jetzt einfach Steinwerkzeuge zu bauen, aber nicht unendlich. Ich möchte exakt 5 erstmal haben. Das ist eine gute Zahl. Ich setze Materialien ein. Das sehen wir hier oben. Ich habe bis eben plus 4 gemacht. Jetzt verbrauchen wir einen für die Fertigung. Das ist immer noch plus 3. Das bringt 25 Produktion. Und wenn ihr mal sehen wollt, vorher waren das 12 Runden, dadurch, dass ich jetzt jede Runde ein Material damit reinsteckt, sind es nur 5 Runden. Jetzt setze ich auch noch Holz damit rein, weil wir momentan keinen wirklichen Nutzen für das Holz haben. Wir machen dann zwar keins mehr, aber ist in Ordnung. So kriegen wir jetzt alle 3 Runden ein Steinwerkzeug. Dann können wir endlich anfangen, mit Vorräten zu arbeiten. Die sind dann nämlich nicht in jeder Runde verbraucht, sondern die sind sozusagen dauerhaft in dem Gebäude verfügbar und boosten einfach das Gebäude. Jetzt haben wir ein Projekt zu wählen. Ich gucke mir das hier an und denke mir so, das sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Und wir haben jetzt genug Nahrung, genug Geld und genug Materialien, um einen Siedler zu bauen. Das heißt, wir machen das in dieser Runde. Wir sind jetzt in Runde 12 und ich baue meinen zweiten Siedler. Ich hätte es gerne vor Runde 10 geschafft, war aber einfach nicht drin. Und jetzt haben wir eine Werkstatt, das ist ja auch nicht schlecht. Man muss halt immer das machen, was das Spiel einem gerade anbietet. So, wir sind diese Runde auch in das Jagdgebiet gekommen mit unserer Speereinheit. Hier sehen wir die wunderschöne Animation, wie unsere kleinen Speer mit Speeren nach dem Leoparden werfen. Und ich muss sagen, das Spiel sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ich kann es zwar nicht auf Ultra spielen, weil es dennoch einige Probleme macht und ich musste Kantenglättung ausschalten und V-Sync muss auch aus. Das sind momentan noch bekannte Bugs. Also wenn ihr Probleme mit der Performance des Spiels habt, müsst ihr MSAA ausschalten und V-Sync auch ausschalten. Und dann spielt einfach auf Mittel, beziehungsweise ich glaube, ich spiele auf Hoch. Also nicht Ultra, sondern nur Hoch. Und ich habe eine RTX 3070 und einen Ryzen R9 3900X. Also nicht das neueste, aber auch nicht unbedingt das schlechteste System. Und jetzt müssen wir jetzt hier 2 Jagden abwarten. Das heißt, diese Runde ist eine Jagd. Wenn ich jetzt hier rauf drücke, habe ich die Runde beendet. Und wir sehen, mein Speer hat Lebenspunkte verloren. Hier sehen wir es auch nochmal, hat 25 Gesundheit verloren. Wenn ich ihn auswähle und dann nochmal über den Leoparden rübergehe, steht darauf, wir haben eine 50% Chance für jede Einheit in dieser Streitkraft, 25 Gesundheitspunkte zu verlieren. Und wenn wir das nicht verlieren, verlieren wir trotzdem 10 Gesundheitspunkte. So, jetzt haben wir die erste Jagd aber abgeschlossen. Es ist nur eine Jagd erforderlich, bis der Leopard weg ist. Das heißt, in der nächsten Runde ist das Feld mit dem Mais frei. Und das sollte ziemlich genau passen, dass wir dann in, ja, fast perfekt. Also in 4 Runden können wir dann unseren Getreidehof hier auf das Mais bauen. Getreidehof. Unser Maishof. Es ist Getreide. Bleiben wir bei Getreide.
So, und wir haben hier oben noch ein Goodie-Hut, wo ich immer noch auf Werkzeuge hoffe. Also nehme ich euch jetzt mal mit durch die Runde. Es sind wieder keine Werkzeuge. Sehr, sehr schade. Aber wir haben die Raubtiere beseitigt. Und jetzt seht ihr auch, es ist nicht mehr weiß oder grau hinterlegt, das Mais. Sondern es ist jetzt hier schön grün und es ist möglich, eingesammelt zu werden von uns. Und wir haben dafür auch noch einen Pelz und ein Festmahl bekommen. Ein gratis Festmahl. Das ist stark. Das bedeutet, wir müssten jetzt schon zwei Festmähler haben. Das dritte ist bald da. Das heißt, wir sind gut vorbereitet für eine zweite Stadt. Und jetzt können wir hier nochmal in die Verbesserung reingucken. Denn ich habe gerade unten noch die Nachricht gekriegt, dass unser erstes Werkzeug fertig ist. Deswegen sind wir jetzt auch wieder bei 0% Fortschritt hier. Und ich möchte das Werkzeug direkt in der Werkstatt einsetzen, um Werkzeuge herzustellen. Dann kann ich eigentlich auch nochmal kurz hier reingehen und sagen, oh, wir haben das Seil noch nicht freigeschaltet. Nevermind, ich wollte noch ein Seil als Vorrat reinpacken. Aber ich glaube, das erforschen wir gerade erst. Nee, ich habe erst die Gärung gewählt. Demnächst erforschen wir das Seil und dann geht es da auch weiter. Dieser Speer hat noch 65 Hitpoints. Das heißt, eine Jagd kann er schaffen. Selbst wenn er den Negativ-Roll macht und 35 Hitpoints verliert. Aber ich kann ihn auch einfach erstmal healen. Das macht man entweder hierüber oder indem man die E-Taste drückt. Ich drücke immer die E-Taste. Also nicht wundern, dass ich einfach einige Befehle per Shortcut mache und nicht irgendwo hier unten drauf drücke. Aber ansonsten habt ihr es gesehen, es wäre da gewesen. Warten bis geheilt. Dieser Speer hier, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtbares Land. Und ich bin auch momentan gewillt, eventuell in dieser Region irgendwo meinen nächsten Siedler hinzuschicken. Es sei denn, ich finde hier gleich irgendwas Besseres. Wald ist etwas, was uns fehlt. Hier hätten wir ein bisschen Wald, aber sonst sehe ich noch nicht so wirklich viel Wald. Und Holz ist wichtig und Holz geht uns jetzt ja schon langsam zu Neige. Da müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken drum machen, wie wir das machen. So, jetzt sehen wir hier Annehmlichkeit aktiviert. Das heißt, die ersten 10 Runden sind durch und wir haben jetzt das nächste Festmahl reingesetzt hier. Wenn ich hier rüber hover, zeigt er mir jetzt auch an, ich produziere pro Zug 0,2 Festmähler. Das heißt, ich mache ein Festmahl pro 5 Runden, wenn wir hier reingucken. Ja, können wir jetzt hier nicht sehen, aber es ist ein Festmahl pro 5 Runden. Das ist sehr gut. Damit haben wir genau das, was wir brauchen, um 2 Städte zu versorgen. Und wir haben jetzt genug Hitpoints, meiner Meinung nach, um hier den Löwen anzugreifen. Das mache ich jetzt auch sofort. Und demnächst sollte dann auch der Siedler fertig sein. Wir müssen uns Gedanken machen, wo wir hin müssen. Aber wir haben jetzt schon eine andere Nation getroffen, die scheinbar aus dieser Richtung irgendwo kam. Mal sehen, wer es ist. Eine neue Macht. Howard Floway, Australien. Ich sag mal, gut getroffen. Ich möchte dir kein Geschenk schicken. Ich möchte eigentlich gar nichts zu. Ich möchte einfach nur auf Wiedersehen sagen. Das heißt, irgendwo kommt er her. Ich befürchte aus dieser Richtung. Das bedeutet, uns gehört wahrscheinlich der Norden. Da ist noch ein Goodie hat. Das möchte ich einsammeln. Und dann müssen wir jetzt hier eigentlich nur abwarten, bis wir die Löwen besiegt haben und dann gleich noch hier das Feld auf den Mais bauen können. So, ich habe gesagt, ich möchte die Seilerei als nächstes machen. Das ist eine relativ schnelle Entscheidung für mich. Denn Seile sind auch wichtig, um sie als Vorräte einzusetzen in Gebäuden, wie zum Beispiel in der Werkstatt. Das habe ich ja eben schon gesagt. Hier könnte man ein Seil einsetzen. Und das möchte ich tun. Wir haben noch kein weiteres Steinwerkzeug produziert. Da muss ich aber, sobald ich die Nachricht kriege, dran denken, in die große Feuerstelle eins reinzupacken. Damit die auch noch effektiver wird. Und der Speer hat 15 Hitpoints verloren. Das heißt, er hat nicht die 35 verloren, die er hätte haben können. Das heißt, wir können ihn jetzt einfach weiterjagen lassen und den Löwen diese Runde ausschalten. Es hat funktioniert. Wir haben noch ein weiteres Festmahl, 4 Leder und ein Pelz bekommen. Festmähler sind momentan echt sehr, sehr ausreichend da. Wir heilen ihn jetzt erstmal. Und was haben wir da oben gefunden im Goodie-Hut? Wir haben Steinwerkzeug gefunden. Wir haben ein Lager mit einem Steinwerkzeug gefunden. Das hätte ich gerne viel, viel früher gefunden. Jetzt produzieren wir ja selber schon Steinwerkzeuge. Aber wir werden davon noch einige brauchen, also ist das eh egal. Das Steinwerkzeug setze ich jetzt hier rein. Und damit sind wir jetzt bei 44 Produktion. Wenn wir vorgucken, wir sind bei 40, also 10% durch das Steinwerkzeug. Und ich könnte weiterhin Geld da reinstecken. Aber es bringt nicht so wirklich, also es würde viel bringen, aber mir reicht ja ein Festmahl alle 5 Runden, wenn ich bedenke, dass ich gleich nur 2 Städte habe, die ich versorgen möchte erstmal. Wir haben jetzt unser erstes Vorbild verfügbar. Das ist auch etwas, wo wir jetzt drüber reden können. Deswegen leuchte ich jetzt auch das große Ausrufezeichen. Vorbilder sehen wir hier und das sind sozusagen große Persönlichkeiten für alle, die Civilization gespielt haben. Man kann sie einsetzen, um Meisterwerke herzustellen. Diese beiden könnten Bücher herstellen. Diese Anu könnte textiles Meisterwerk herstellen. Meisterwerke sind unglaublich stark, um Prestige zu verdienen. Und über Prestige haben wir noch gar nicht geredet, obwohl es das Wichtigste im Spiel ist. Denn nach Prestige geht es, wer ausscheidet und auch wer das Spiel gewinnt. Das heißt, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ich suche mir jetzt einfach den aus, der am besten für uns ist. Und ich neige gerade zu Taputi Bilatakalim, weil Streitkräftestärke ist momentan nicht wirklich interessant für uns. Ich habe nicht vor, im Krieg zu gehen. Pionier mit 5% Stadtwachstum ist stark. Erst recht für die Anfangsstädte, die wir haben. Aber die plus 5 Forschung pro Zug, einfach nur dafür sie da ist, sind einfach nichts, was ich ablehnen kann. Dafür muss ich sie als Inlandsberater einsetzen. Und wir machen momentan 6 Wissenschaft. Das heißt, Taputi wird mir jetzt einfach fast 100% mehr Wissenschaft bringen. Und damit haben wir die Seilerei dann in 4 und nicht in 7 Runden.
Und insgesamt bringt uns das einfach einen starken Boost in der Wissenschaft. Unsere Einheiten sind untätig. Ich möchte hier natürlich weiter gerne... Ich möchte immer in der Nähe meiner Hauptstadt mich umsehen, um gute Settle-Locations zu finden, auch für die dritte Stadt, die wir hier planen. Und ich sehe hier unten die Grenze von Australien. Das heißt, ja, der Süden ist für uns komplett Geschichte. Und ich glaube, ich möchte hier eine Stadt gründen. Möglichst schnell, bevor Australien sich das überlegt. Denn unsere dritte Stadt hier wahrscheinlich an dieser Küste. Oder vielleicht hier oben sogar bei dem Reis. Werden wir dann sehen. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier schnell mit dem Speer in diese Richtung vorrücken. Und dann kommt der Siedler gleich auch nach da gelaufen. Dann werden sie sich da oben treffen. Und dann gucken wir mal, ob es da einen guten Settle-Spot gibt. Aber der hier sieht ja schon ziemlich stark aus, wenn ich ehrlich bin. So, wir können den Siedler jetzt auch auswählen und mit ihm einfach loslaufen. Mit dem gehe ich jetzt hier in diese Richtung. Wir können uns auch mal das Modell der Siedler angucken. Ich meine, das Spiel hat so viel Mühe gemacht, es hübsch zu machen. Und es sind halt einfach nur ein paar einzelne Menschen, die loslaufen, um dann dort oben zu siedeln. Unsere Stadt an sich ist schon ein bisschen größer geworden. Es sind ein paar Häuser gewachsen, sag ich mal. Und langsam nimmt alles ein bisschen besser Form an. Unsere Stadt ist natürlich untätig jetzt. Und was habe ich gesagt? Ich möchte unbedingt den Hof haben. Und zwar den Hof auf dem Mais, damit wir das Getreide abbauen, um dann möglichst schnell, weil momentan dürfen wir es nicht bauen, wenn wir nochmal hier reingucken in die Warteschlange, Projekt wählen. Ich möchte einen Kornspeicher bauen und den kann ich nicht bauen, weil ich keinerlei Weizen oder Getreide sammle. Erst wenn man Getreide sammelt, was dieser Hof tun wird, kann man den auch bauen und dann den Getreidespeicher nutzen. Und das möchte ich halt, wie gesagt, unglaublich gern. So, du kannst mal kurz eine kleine Pause machen, das Lager einsammeln. Du kannst hier oben hin, das hatte ich doch schon gesagt. Der Speer ist geheilt. Und jetzt können wir einen weiteren Anspruch in der Stadt setzen. Wir haben jetzt eine Stadtgröße von 3. Wenn wir bei 5 ankommen, stagniert unser Wachstum so lange, bis wir weitere Gebäude bauen. Und mit Gebäude meine ich Wohnungen. Auch hier sehen wir, Wohnungen bringen plus 3 Stadtwohnraum, egal wohin gebaut. Plus 3% Stadtproduktion. Und 2 zusätzliche Stadtwohnraum, also nochmal 66% extra Wohnraum, wenn es in der Innenstadt gebaut wird. Und die Innenstadt ist der mittlere Bezirk. Woher ich das alles weiß? Ich habe mir die Encarta in meinem ersten Spiel sehr, sehr gründlich durchgelesen. Das ist ein mega gutes Tool, um rauszufinden, wie etwas geht. Also habe keine Angst davor, euch die Encarta anzugucken. Und ich werde wahrscheinlich auch noch einige Male da oben raufgehen, gerade um Militär zu erklären später. Einfach um euch zu sagen, was für versteckte Quality of Life Features es gibt, was für Abhängigkeiten das so gibt und warum ich etwas so mache, wie ich es tue. So, aber wir müssen uns um den Anspruch kümmern. Und ich sagte schon, wir haben ein kleines Holzproblem. Holz bekommen wir in nicht vielen Regionen. Was man auch wissen muss, ist, sobald man eine Region beansprucht, erhält man alle diese Vorräte, die hier angezeigt werden. Die werden gleich, sobald ich das beanspruche, in der nächsten Runde hier oben auftauchen, als das, was ich einfach so bekomme, dadurch, dass ich das Territorium habe. Das hat noch nichts damit zu tun, ob ich jetzt Verbesserungen aufgebaut habe. Ich glaube, dass ich mit dieser Stadt in Richtung dieses Waldes vordringen möchte und dementsprechend jetzt erstmal hier das Tabakfeld mir noch einverleibe. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Damit kriegen wir immerhin gleich ein Holz und wir haben ein Waldfestungsereignis. So, ein höchst aufgeregter Junge, der nicht älter als 16 Jahre ist, betritt unseren Hof. Er erzählt, dass er und seine Freunde auf Bäume kletterten und dass von einer riesigen Eiche einen erhöhten und unnatürlichen runden Hügel und Rauch entdeckte, das von einem entfernten Lagerfeuer aufstieg. Er bittet um Unterstützung, um die Entdeckung sicher zu erkunden. So, dazu gibt es auch noch ein bisschen Geschichtslektüre, wenn ihr es lesen möchtet. Wir könnten einen Speer schicken, der bringt uns 5 Schmuck und 5 Keramiktöpfe. Und dafür würden wir Zufriedenheit opfern oder wir würden Sicherheit opfern und dasselbe bekommen. Ich möchte die Sicherheit opfern. Warum? Weil Sicherheit uns momentan gar nichts bringt. Es bringt nur minus 10% Streitkraftstärke, wenn wir jetzt hier Truppen stationiert hätten. Wir haben gar keine Truppen, also keine Militäreinheiten. Deswegen ist es egal, wie niedrig unsere Sicherheit jetzt hier sinkt. Es hat auch keine Einflüsse auf die Stadtproduktion, wohingegen Zufriedenheit schon ziemlich große Auswirkungen hat. Und seit wir auf Stadtgröße 3 sind, dürfen wir jetzt auch eine weitere Annehmlichkeit hier reinpacken. Und wir haben ja gerade 5 Schmuck geschenkt gekriegt durch das Event. Das heißt, wir können jetzt hier den Schmuck reinpacken und der Wohlstand und die Zufriedenheit geht hoch. Das heißt, wir sind dann schon bei 85 Zufriedenheit, machen 50% mehr Produktion. Und Wohlstand bringt mehr Steuereinnahmen, die Stadt selber bringt aber gar keine Steuereinnahmen, weil unser Regierungstyp keine Steuern erlaubt. Was ich damit meine ist, ich kann mal hier in unser Regierungsfenster reingehen. Wir sind ein Häuptlingstum, Steuersatz 0%, voraussichtliche Steuern 0. Das Häuptlingstum bringt kein Geld, da können wir uns noch so viel Boni holen, aus 0 wird nie mehr als 0. So, und wenn wir schon hier sind, auch nochmal kurz über Prestige reden. Prestigewert aus all diesen Punkten zusammen akkumuliert. Das heißt, man kann mit Wissenschaft voranpreschen und durch den Forschungsfortschritt und Technologien etc. sehr viel Prestige sammeln. Man kann aber auch einfach eine sehr starke Religion bauen und die Religion verbreiten und auch dafür Prestige bekommen. Man kann ein starkes Militär haben und natürlich militärisch einfach machtvoll werden. Und alles in diesem Spiel gibt einem Prestige. Und Prestige ist wichtig für die Platzierungen. Um nicht rauszufliegen, darf man am Ende des ersten Aktes nicht in Vergessenheit geraten. Das heißt, 2, 4, 6 Nationen von den 18, die mit uns spielen, sind im zweiten Akt
nicht mehr dabei. Ihre Städte zerfallen und werden zu Ruinen. Und dann spielen wir mit 12 Nationen weiter. Auch ich kann da unten reinfallen und rausfliegen. Und ich bin momentan sehr glücklich, dass ich doch schon auf Platz 3 bin und relativ erfolgreich bin. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass Benedettino, oder wie hieß er? Benito Juarez einfach unglaublich stark ist. Wenn ihr einen OP-Starter haben wollt, spielt mit Mexiko. Ich wollte es eigentlich nicht, deswegen habe ich zufällig gewählt. Und das Glück hat uns jetzt einen OP-Charakter gegeben. Deswegen ziehen wir es auch durch. Und deswegen sind wir auch relativ hoch in der Rangliste. Die Seilerei haben wir jetzt auch abgeschlossen. Was es uns vor allem bringt, ist das Sägewerk. Damit können wir 100% des Holzertrags der Region, also wir können auf Holzfeldern besser Holz ernten. So ist es einfach ausgedrückt in Deutsch. Wir können Stonehenge bauen, sobald wir 5 Steinwerkzeuge und 10 Seile haben. Und wir können eben auch Seile und Fischernetze bauen. Aber Seile sind vor allen Dingen wichtig. Und das möchte ich jetzt direkt auch tun, was ich danach erforschen möchte. Ich denke, die Tierzucht, denn die schaltet den Flug frei. Und den Flug möchte ich gerne hier in diese Farm setzen, sobald sie da ist. Auch wieder, weil es einen Bonus auf die Produktion der Farm bringt. Ich wollte jetzt hier in die Werkstatt gehen und anfangen, Seile zu produzieren. Und zwar genau 1 eigentlich. Oh, verdammt. Steinwerkzeuge wollte ich noch weiter 5 machen erstmal. Seile wollte ich erstmal nur genau 1 machen. Und auch da möchte ich jetzt gerne Vermögen reinstecken. Das Geld haben wir. Und ich stecke noch mehr Vermögen rein. Das heißt, alle 2 Runden machen wir jetzt ein Seil. Zahlen dafür auch relativ viel Geld. 10 Geld kostet uns das pro Runde. Aber es ist es wert, weil wir können Seile zum Beispiel hier reinsetzen, um dann die Produktion hier drin zu verbessern. Wir brauchen sie halt auch, um Stonehenge zu bauen etc. Es lohnt sich also. Wir haben eine neue Nation getroffen. Hier im Norden. Karl der Große. Immerhin mag er uns einigermaßen. Ich möchte ihm wieder kein Geschenk anbieten. Aber mir gefällt es nicht, dass wir so eingekreist sind. Das heißt, ich muss wirklich schnell auch meinen dritten Siedler holen, damit ich hier in dieser Region... Ich wollte ja gerne hier oben eigentlich hin. Das wäre schon direkt neben ihm. Das wird also interessant zu sehen, ob wir es hinkriegen. Und hier haben wir einen Schmuckbonus jetzt verbraucht. Das heißt, in dieser Runde ist Mexiko-Stadt dann tatsächlich angefangen, das zu nutzen. Die Einheit hier ist jetzt fertig und kann sich weiter bewegen. So, da unten ist Australien. Das heißt, auch du gehst jetzt einfach hier hin und du kannst mal die südliche Seite dieses... Berges. Ich habe im Lager 15 Nahrung gefunden. Ich habe ein neues Lager insgesamt entdeckt. Da klicke ich mal kurz drauf. Nicht, dass ich es vergessen einzusammeln. Und ich habe ein weiteres Steinwerkzeug gefertigt. Konnten wir nicht noch Steinwerkzeuge irgendwo gebrauchen? Dafür klicke ich jetzt wieder auf Mexiko-Stadt. Guck hier unter Verbesserung, damit ihr wisst, wo es ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können nirgends nur Steinwerkzeuge einsetzen. Das heißt, es ist auch gut, dass wir jetzt anfangen, Seile herzustellen. Denn Seile können uns noch ein paar Boni bringen. So, hier möchte ich, dass du das einsammelst, bitte. Also mein Siedler hier, verdammt. Deswegen kann ich mich... ich bin auch ein bisschen... sie sind genau da, wo ich auch hin wollte. Das heißt, wir werden wohl keine Freunde werden. Ich werde hier siedeln. Das ist mir so egal. Ich möchte, dass du direkt hier siedelst. Yep. Nächste Runde ist die Stadt dann gesiedelt. Und du kannst dann hier hinkommen und das anklicken und auch auswählen. Aber lauf mal bitte da lang, damit ich das Feld dann noch aufdecke. So, wir kommen von... Wo kommen wir denn? Ich dachte, wir kommen von da oben. Ja, dann lauf da hin. Und dann... Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft. Uruapan wurde gegründet, exakt neben den Australiern. Das wird dir nicht gefallen. Es gefällt mir auch nicht, dass die da sind. Und Mexiko-Stadt muss sich jetzt demnächst darum bemühen, ganz schnell unseren nächsten Siedler zu bauen. Doch wir haben noch nicht genug Nahrung dafür. Das bedeutet, dass ich hier in der Feuerstelle wohl aufhören werde, die Nahrung da erstmal reinzustecken und auf Geld umswitche, weil von Geld haben wir momentan mehr als von Nahrung. Und der Hof ist in einer Runde fertig und in Uruapan können wir uns darum kümmern, dass hier erstmal eine Annehmlichkeit reinkommt. Wir beginnen natürlich mit dem Festmahl, das heißt Wachstum und Nahrung etc. alles direkt nach oben gepowert. Die Versammlungshalle kann direkt anfangen, einen Experten zu bekommen, weil wir einen gratis haben als Mexiko. Und die Versammlungshalle selber darf bitte Schmuck herstellen. Unendlich viel davon. Und du kannst erstmal das Edelmetall benutzen, was wir haben. Auch die Edelsteine benutzen, die wir haben. Die haben wir irgendwo mal gefunden. Die werden halt verbraucht. Und dann zählen sie nicht mehr zur Produktion dazu. Aber lieber haben als brauchen. Und dann sollte unser Hof demnächst fertig sein. Nee, weiß ich nicht. Aber das Heilige Römische Reich möchte ein Handelsabkommen mit uns schließen. Das nehme ich an. Dann kann ich euch auch demnächst erzählen, wie Handel funktioniert im Spiel. Das habe ich nämlich am Anfang auch nicht sofort begriffen. Also es hat lange gedauert. Und wen haben wir hier denn jetzt noch gefunden? Wir sind auf eine neue. Das war gar nicht Australien da unten. Das war Äthiopien da unten. Also wir haben sehr wenig Platz und sie sind uns direkt unsympathisch gesinnt. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, wir müssen demnächst uns Gedanken darüber machen, Truppen auszubilden. Wir haben ein neues Ereignis, Eckstein. Ah, unsere neue Stadt freut sich, dass wir da sind. Und das, was ich hier natürlich nehme, ist die Stadt Zufriedenheit für den Boost auf Produktivität. Jetzt haben sie hier einen 50% Stadtproduktionsbonus. Nochmal plus 5, dann würden sie auf 75% Stadtproduktionsboni kommen. Deswegen bauen sie jetzt hier die Versammlungshalle auf Level 1 in 3 Runden. Was können wir hier gebrauchen? Möchte ich überhaupt irgendwas in meiner ersten Stadt bauen oder möchte ich hier eine Einheit? Ich denke, ich möchte einen Speerkämpfer bauen. Ja, ich baue einen Speerkämpfer, weil besser haben als brauchen. Erst recht mit so vielen Nachbarn an unseren Grenzen, bin ich mir ziemlich sicher, dass einer von denen uns nicht unbedingt wohlgesonnen ist.
Was wir jetzt allerdings machen, ist tatsächlich mal hier in die Diplomatie gehen. Das ist hier oben rechts. Gehen zu Karl der Große. Mit dem haben wir ein Handelsabkommen. In der nächsten Runde. Das machen wir also nächste Runde, sorry. Und wir haben noch ein neues Ereignis. Architektonischer Assistent. Also der Stern möchte von uns Holz und Materialien haben. Verbessert die Beziehung und bringt uns 5 Prestige. Das machen wir auf jeden Fall. Das können wir uns leisten. Hatten wir eh über. Und jetzt mögen sie uns schon zu... Also sind fast loyal. Wir kriegen sie also mit etwas Glück bald in unser Volk eingegliedert. Und darüber würde ich mich sehr freuen. So, du solltest hier hinkommen und das Ding einsammeln. Und wir haben jetzt die Versammlungshalle hier fertig. Das haben wir eben schon gesehen, weil die Stadt gegründet wurde. Ansonsten haben wir nichts. Aber Australien gefiel meine Expansion. Ich stand da gerade, falls ihr es nicht lesen konntet. Ja, mir auch nicht. So, der Hof ist jetzt fertig. Da können wir jetzt unseren allerersten Hof sehen. Es wird hier Mais abgebaut. Wenn ich da jetzt mal raufklicke, produzieren wir ein Mais pro 3 Runden. Also 0,5 Mais pro Zug. Das rechnet sich für mich anders, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte 0,33 pro Zug gesagt, wenn mein Mathe stimmt, weil 1 durch 3. Naja, egal. Wir nehmen mal 0,5 pro Zug. Und jetzt können wir hier in den Hof rein theoretisch einen Flug reinpacken. Wir haben leider noch keinen Flug. Wir haben noch keinen Dünger. Und wir haben auch nichts anderes hier, um das zu erweitern. Aber wir könnten einen Experten hier reinsetzen. Brauchen wir aber nicht. Der Experte ist momentan besser dabei benutzt, um hier Festmehler zu produzieren. Denn die verbrennen wir jetzt genau 0,2 pro Zug und wir stellen 0,2 pro Zug her. So. Was ich allerdings noch machen wollte, war jetzt in Mexiko-Stadt ein Projekt wählen. Wir sollten jetzt das Seil haben, oder? Ja, wir können das Seil in die Werkstatt packen. Das ist auch sehr gut. Und kann ich jetzt noch kurz in die Werkstatt gehen und den Flug habe ich noch nicht erforscht? Nein. Dann bauen wir jetzt erstmal weiter Steinwerkzeuge. 3 Stück müssten... Ja, bauen mal 5 ein. 5 Stück hätte ich gerne. Und wir müssen ein Projekt wählen, was wir bauen möchten. Und ich hatte gesagt, der Kornspeicher ist unglaublich wichtig und wir sollten ihn so früh wie möglich bauen. Und jetzt können wir ihn bauen. Das heißt, wir bauen ihn jetzt auch. Und hat er eigentlich irgendwelche Boni, wenn er mit in dem Feld mit den Feldern stehen würde? Von jedem Hof 50% der Nahrung jetzt der Region werden auf die Ernteproduktion von jedem Hof in dieser Region angerechnet. Also der Kornspeicher sollte dahin gehen, wo ihr eure Felder hinbaut. Und wenn ich ehrlich bin, das hier sollte niemals unser Brotkorb der Nation werden. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach damit leben, dass wir hier angefangen haben, Felder zu bauen und mal gucken, wie ich es denn später spezialisiere. Eigentlich wollte ich in diese Richtung meine Felder spezialisieren. Gucken wir dann nochmal. Aber wenn der Kornspeicher fertig ist, haben wir noch was Neues zu bauen, was wir in die Annehmlichkeiten stecken können. Und das wird höchstwahrscheinlich den Schmuck dann ersetzen. Wir haben auch eine Veranstaltung hier. Ich kann einfach nur plus 1 Beziehung mit dem Stamm aus Yegiga bekommen. Sie hassen uns schon ein bisschen. Oh, wir können auch ein Getreidelager gratis kriegen. Das ist mir wichtiger. Sorry, Stamm aus Yegiga. Ich möchte in Mexiko-Stadt den Schmuck aufhören und das Getreidelager bauen. Denn ihr seht jetzt 30 Nahrung und 30 Stadtwachstum. Nicht bauen, sondern verwenden. Und damit wächst die Stadt jetzt unglaublich schnell. Wir stellen unglaublich viel Nahrung hin. Das bedeutet für mich auch, dass ich hier in der Feuerstelle wieder weg vom Geld möchte und doch die 2 Nahrung da reinstecke. Und dann auch hier die... Oh, das bisschen Geld können wir uns leisten. Die 5 Geld werden wir nicht leisten. Für nur 25% Produktion. Aber 2 Geld pro Runde leiste ich mir. So, was haben wir noch gemacht? Festmahl wird eingesetzt. Hof ist abgeschlossen. Perfekt. Wir haben das Handelsabkommen mit dem Karl den Großen. Er ist beinahe, ja, was auch immer der nächste, wenn er freundlich ist, sehr freundlich, vertrauenswürdig, hier steht's. Aber wir können das Handelsabkommen anzeigen. Und das ist noch relativ übersichtlich. Das wird später wesentlich unübersichtlicher. Und wir sehen, wir haben 2 Händler verfügbar. Die haben wir einfach verfügbar. Das kommt aus unserer Regierungsform, soweit ich weiß. Und wir können jetzt mit ihm handeln. Ich möchte auf jeden Fall den Schmuck von dir haben. Wir kriegen jetzt einen Schmuck alle 10 Runden. Einfach gratis. Kostet nichts außer ein Händler. Keine Ressourcen, kein Geld. Und was ich noch möchte, sind die Keramiktöpfe. Da kriegen wir jetzt alle 3 Runden einen gratis Keramiktopf. Und das bestätige ich. Und das ist ein großer Boost für unser Reich tatsächlich. Er kann natürlich auch bei uns handeln. Man kann all das handeln, was der andere herstellt. Und es wird nicht irgendwie aus unserem Inventar genommen, wenn wir mit dem handeln. Also es ist wirklich nur der Händler ist das, was es kostet, einen Handel aufrechtzuerhalten. Dann haben wir das fertig. Wir haben ein weiteres Vorratslager gefunden. Da möchte ich unbedingt reingucken. Und ansonsten ist die Runde fertig. Und wir haben jetzt die Tierzucht abgeschlossen. Nach der Tierzucht möchte ich Bogenschießen haben, weil ich mich ein bisschen aufs Militär vorbereiten muss, möchte. Er muss, ich möchte es nicht, aber ich denke, ein Trupp mit 3 Truppen, warum 3, werde ich später erzählen. Also... Kann ich auch jetzt schon sagen, es gibt eine Keilformation bestehend aus einer Nahkampfinfanterie und 2 Projektileinheiten. Und das bringt einen 10% Stärkebonus. Das heißt, wir möchten den Keil gerne einsetzen. Dafür brauchen wir die 2 Bogenschützen und eine Speerträgereinheit, die ich ja gerade schon baue. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir können jetzt in Mexiko-Stadt, das mache ich hier... Dann gehen wir hier rauf, den Flug herstellen. Und wir brauchen unbedingt den Flug. Ich möchte erstmal nur hier. Erstmal brauchen wir eigentlich nur einen. Es kostet sau viel Geld, da jetzt Vermögen und Materialien reinzustecken. Aber, wie ihr gesehen habt aus, ich weiß nicht wie vielen Runden, unendlich,
Aus 17 Runden schaffen wir es, runter auf 2 Runden zu kommen. Und ich möchte doch 2 Flüge haben. Also schon mal einen auf Vorrat haben für die nächste Farm in der nächsten Stadt. Und danach kann er weiter Steinwerkzeuge bauen. Dann können wir nämlich den Flug einsetzen, um hier die Produktivität des Hofes um 50% weiter zu steigern. Und das ist immer vernünftig. Jetzt haben wir auch das Getreidelager eingesetzt in Mexiko-Stadt. Wir wachsen jetzt in 19 Runden und wir sind jetzt schon auf Größe 3, bald in Größe 4 der Stadt. Und das ist sehr, sehr schnell, was wir hier machen tatsächlich. Weil ich, wie gesagt, extrem auf Wachstum setze. Wachstum, Wachstum, Wachstum ist in fast jedem 4X-Spiel das erste und wichtigste und direkt danach kommt Produktivität. So, Darwin. Ich könnte 15 Vermögen einsetzen und 5 Prestige und die Beziehung verbessern. Ich mache das. Der Rest ist nicht so wirklich schön. Oh, ihr konntet... Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, wenn mein Kopf dahinter ist? Das sind ja keine großartigen Entscheidungen, die ich da treffe, aber ist mir gerade aufgefallen, dass ihr es vielleicht gar nicht sehen könnt. So, meine Einheit ist untätig. Das stimmt. Wollen wir mal gucken, wo Australien noch so ist. Und wir haben eine neue Nationenrangliste. Die wird uns zwischendurch mal gezeigt. Wir sind auf triumphierend aufgestiegen. Wir sind auf Platz 2. Wir sind punktgleich mit Haile Selassie und Howard Florey ist auch nur 6 Punkte hinter uns. Also unsere beiden direkten Nachbarn sind mit die stärksten Zivilisationen im Spiel. Da haben wir natürlich wieder richtig Glück gehabt. Aber es ist, wie es ist und das macht das Ganze auch ein bisschen spannender. So, wir haben ein Lager gesammelt und wir haben da ein Rad erhalten. Das ist stark. Wir haben ein neues Lager entdeckt, das ich einsammeln kann. Bist du schon auf dem Weg dahin? Nee, jetzt kann ich es einsammeln. So, wir setzen ein neues Fest mal ein. Aber warum das Rad so stark ist, ich glaube, das kann man hier einsetzen irgendwo. War ich der Meinung? Ja. Das Steinwerkzeug bringt 25 handwerkliche Verbesserungen und das Rad bringt auch 25? Bin mir da gar nicht ganz sicher. Ich kann es mir mal angucken. Wir sind jetzt bei 47, wenn ich das Rad reinsetze, wir bei 51. Es ist einfach besser als die Steinwerkzeuge. So, deswegen machen wir es natürlich auch. Wir stellen jetzt ein Festmahl in der nächsten Runde her. Bin dann gespannt, ob wir wie unsere Festmahlproduktion pro Runde ist. Das möchte ich mir gleich mal angucken. Und erst muss ich meinen Einheiten wieder Befehle geben. Du kannst eigentlich hier Richtung Südosten weiterlaufen. Du sollst da oben das Goodie Hub einsammeln. Und wir haben eine neue Nation getroffen. Aber was mich jetzt wirklich interessiert ist, wie schnell stellt Mexiko statt? Alle 4 Runden immer noch, okay. Ein neues Festmahl her. So, du sammelst das ein. Ich habe das eingesammelt. Das muss ich gleich noch machen. So, wir haben eine Nation getroffen. Und zwar Italien. Sie scheinen uns auch einigermaßen zu mögen. Sie hassen uns jedenfalls noch nicht. Immerhin. Und wir haben eine neue Veranstaltung. Was für ein Wirbel. Und ich sehe gerade, ja, mein Kopf ist ziemlich genau da im Weg. Das heißt, ich setze jetzt hier, damit ihr es lesen könnt, ich setze 50 Nahrung ein, um 10 Prestige und 2 Beziehungen zu bekommen. Das heißt, das mache ich jetzt, um den Stamm von Perth, weil er in der Nähe von Australien ist. Und ja, beide Stämme lieben uns, die wir hier kennengelernt haben. Ich hoffe, sie schließen sich bald unsere Nation an. Und ich habe noch mehr Lager entdeckt. Ja, du bist auf dem Weg. Wir haben Festmahl gefertigt. Wir haben einen Flug gefertigt. Darauf habe ich gewartet. Da muss man drauf aufpassen, weil jetzt gehe ich hier auf meine Farm und setze hier den Flug ein. Und guck mal hier, 63 Produktion, ein alle 3 Runden. 73 Produktion, nicht viel an den Runden geändert, aber es ist ja insgesamt etwas mehr jetzt. Wir machen 0,6 Getreide pro Zug. Und ich würde jetzt sehr, sehr gerne demnächst den Kornspeicher haben. Das dauert aber noch 4 Runden. Und bevor die Episode jetzt in die Ewigkeit geht und ich euch doch ganz schön zugeworfen habe mit Informationen, soll es das für die erste Folge gewesen sein. Es wird auf jeden Fall genauso detailliert weitergehen. Das Spiel hat sehr viel, was man erklären kann und ich hoffe, euch gefällt, dass ich das alles so etappenweise mache. Wie gesagt, mir gefällt es nicht, dass ich jetzt... Also was wird euch bringen, wenn ich euch jetzt hier erkläre, wie das Streitkräftemenü funktioniert, wenn wir gar keine Streitkräfte haben? Das kommt alles zur richtigen Zeit und ich würde sagen, schaltet deswegen wieder ein, wenn ihr hoffentlich ein paar Tipps von mir lernen könnt, die ihr so noch nicht gewusst habt von dem Spiel und auch wenn es euch einfach Spaß macht, mir zuzugucken. Deswegen, bis dahin, euer Mische. Let's go back to the beginning. There. The world untouched.